Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Und wie ihr wisst, haben wir bis jetzt As-Sahih As-Salim gelernt und As-Sahih Al-Mahmuz und Al-Muda'af. Und dann sind wir auch bei Al-Mu'tal angekommen und haben Al-Mu'tal Al-Mithal gemacht. Heute lernen wir Al-Mu'tal Al-Ajwaf. Was bedeutet Ajwaf? Das Al-Ahruf al-Illa, dass einer von diesen Alif oder Waw oder Ya in der Mitte ist. Und in der Vergangenheitsform haben wir Ja'a genommen. Und deswegen nehmen wir das gleiche Verb in der Gegenwartsform. Yaji'u. Somit fangen wir dann mit dem Konjugieren an. Huwa yaji'u. Und hier sehen wir schon die Buchstaben, die wir hinzugefügt haben, und zwar Al-Ya. Er kommt. Huma yaji'ani. Die beiden kommen. Hum yaji'una. Sie kommen. Also, huwa yaji'u, huma yaji'ani, hum yaji'una. Kommen wir dann zum Weiblichen. Hiya taji'u. Sie kommt. Huma taji'ani. Die beiden weiblich kommen. Hunna yaji'na. Und wie ihr es schon wisst, immer bei Hunna fängt das Problem an, das Verb fängt an, sich zu verändern. Sie kommen. Hier taji'u, huma taji'ani, hunna yaji'na. Dann kommen wir dann zum nächsten Teil. Ente taji'u, du kommst. Entuma taji'ani, ihr beide kommt. Und entum tajiuna, ihr kommt. Alles natürlich männlich. Nochmal. Ente tajiu, entuma tajiani, entum tajiuna. Kommen wir dann zum Weiblichen. Enti tajiina. Entuma tajiani, du weiblich kommst und ihr beide weiblich kommt. Entunna tajina, ihr weiblich kommt. Nochmal, enti taji'ina, entuma taji'ani, entunna taji'na. Und dann nachher zu den letzten beiden. Ana aji'u, ich komme. Nahnu naji'u, wir kommen. Und somit wiederholen wir das alles nochmal und spricht mir bitte nach, damit ihr euch daran gewöhnt und es vielleicht euch jetzt schon einprägen könnt. Also, huwa yaji'u, huma yaji'ani, hum yaji'una. Hiya taji'u, huma taji'ani, hunna yaji'na. Anta taji'u, antuma taji'ani, antum taji'una. Anti taji'ina, antuma taji'ani, antunna taji'na. Und ana aji'u, nahnu naji'u. Jetzt kommen wir wieder zu Al-Mizan. Ihr wisst schon, was Al-Mizan ist und habt es auch mehrmals bekommen. Deswegen lege ich euch das als Hausaufgabe. Schreibt mir die richtige Antwort. Zu welchem Verb oder zu welcher Kategorie gehört yaji'u? Es gehört, die Vergangenheitsform ist ja'a und wir haben gesagt, dass ja'a genauso wie fa'ala ist. Und jetzt, zu was gehört yaji'u? Zu yaf'alu, yaf'ilu oder yaf'ulu? Schreibt es mir in den Kommentaren. Bleibt am Ball und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.